Klingt nach einem schönen Traum. Aber jetzt müssen wir mal ganz andere Träume zerstören. Oh nein, das sind die ekelhaften Elfen. Zack. Au. So, wenn ich jetzt das hier einsetze, kann ich diesen widerwärtigen Blitzangriff einsetzen. Wow, der macht Spaß. Dann müssen wir unsere Zauberkräfte noch ein bisschen erweitern. Da er ja auch mit Blitzen kämpft, hat ihm das nicht viel ausgemacht. Natürlich haben die unterschiedliche Resistenzen, das war mir klar. Ah, da kann man nur von oben runter. Gut, dann muss ich jetzt hier rüber. Aber das war ein schöner Angriff. Den noch weiter ausbauen. Dann müssen wir halt mal eine Zeit lang auf Jochen verzichten. Kann ja mal unterschiedlich einsetzen. Hallo, liebe Boggarts. Freut mich, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Leider hat das nicht sehr lange gehalten. Und ihr musstet mich wieder verlassen. Und hier drüben haben wir einen Schweineschrein von Ginados Gerechtigkeit. Und hier warten wieder rote Boggart-Punkte auf mich. Hallo, meine Kleinen. Bogga, 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 bogga. Gebt mir eure Dekomasken als Dekoration für meine Wände. Ein Wagen? Warum ist dort ein Wagen? Naja gut, dass es hier auch noch andere Leute gibt außer mir, sollte mir ja klar sein. Hallo? Ein Teil einer Quest wartet hier auf mich. Oh nein, sie sind alle tot. Ich gebe euch gleich... So viel zu dem Thema. Nix mit. Müll. Müll. Was habt ihr? Kann ich alles mitnehmen. Und was habt ihr? Müll. Chakrame nicht mehr so mit. Die kann man dann zerlegen. Das nehme ich noch mit. Und das nehme ich noch mit. So, zum welchem Teil meiner Quest gehörte das jetzt? Also zu den anderen Quests. Ich habe ja noch so viele kleine Nebenquests. Offen aggressive Wichte. Ah, das war das mit dem aggressiven Wichten. Jetzt muss ich zu jemandem zurückkehren. Und zwar hier hinten. Das ist nicht das Problem. Jupp, auf zur Herberge. Und hinein. Die Wege sind nicht so weit, dass wir da nicht wieder hinlaufen können. Ich habe also ein paar aggressive Wichte erledigt. Es gab also tatsächlich eine Gruppe von Wichten, die Reisende auf dem Weg nach der Türe angegriffen hat? Ja. Nun, hier ist die versprochene Belohnung. Trotzdem ist es seltsam, dass Wichte ein solches Verhalten zeigen. Ich frage mich... Was könnte sie dazu veranlasst haben? Es gibt etwas, das sie derart angriffslustig machen könnte, aber das kann nicht hier sein. Ach, ja. Wir müssen nach Rundamir, in die größte Wichtelhöhle des Siedes. Was? Dort werden wir die Antwort finden. Wir? Also gut, dann los. Seht zu, dass ihr vorbereitet seid. Wichte sehen zwar schwach aus, aber im Rudel sind sie verdammt gefährlich. Oh, das bezweifle ich. Wenn ihr bereit seid, geht nach Süden. Rundamir ist eine Feinhöhle am Rande des Siedes. Ich werde dort auf euch warten. In Ordnung. Dann ein andermal. Erledigen wir das mit den Wichten noch. Wir sollten diese Quests einfach bis zum Ende dann durchgespielt haben, dann passt das Ganze auch. Okay, wir müssen nach dort unten, beziehungsweise ich, weil der Typ mich ja jetzt hier alleine hat sitzen lassen. Sehr höflich. Wieso wird er da auf mich warten? Wir könnten den Weg zusammen gehen. Aber er weiß ja nicht, ob ich die Quest gleich verfolgen werde und er dort nicht eventuell ein paar Jahre campen muss. Oh, hallo, werte Freunde. Das erledigt den immerhin sofort. Naja, es sind ja auch nur graue Gegner. Die sind nicht sonderlich stark. Die haben nicht mal was Interessantes dabei. Außer ein bisschen Gold. Und was haben wir jetzt da drüben wieder für Gegner? Noch mehr von der Sorte? Oh, das sieht ja lustig aus. Oh, sie legen sich schlafen. Und... Monsterangriff! Oh, das macht Spaß. Das gefällt mir. Ja, die Zauberskillung ist doch schon sehr schön. Und daher eine Truhe zum Bannen, die will ich nicht nehmen. Hier ist wieder ein bisschen Glitzer. Gebt mir eure... Keinen, dann gibt's mir halt nicht. Rundamir. Rundamir. Guten Tag, was geht? Hallo. Gut, ihr seid gekommen. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Es ist, wie ich befürchtet hatte. Ein Kodok hat sich in dieser Höhle eingenistet. Ein was? Wir müssen ihn finden und töten. Kein Thema. Ein Kodok ist bitte, hä? Der Kodok lässt die Wichte von Rundamir die Leichen beschaffen, von denen er sich ernährt. Ew. Deshalb überfallen sie im See der Reisende. Wir müssen ihn finden und vernichten. Sehr ekelhaft. Kein Thema. Seid auf der Hut. Der Biss eines Wichts kann eine hässliche Narbe hinterlassen. Ihr meint so wie euer Gesicht. Pestkranker Wicht. Er lässt sie, er vergiftet die Wichte also auch noch. Die sind nicht einfach nur irgendwie seine Diener. Die hat er auch noch vergiftet. Och, kämpft doch nicht alleine. Lasst mich euch helfen.
Mehr Gold. Mehr Gold ist mehr Gold ist mehr Gold. Was gibt's denn hier? Ein Steinhäuflein und ein merkwürdiges Gesicht. Oh, Scherben. Oh, schwer. Nein. Dann werde ich meine Bannfähigkeit wohl mal auch mal ein bisschen... Hat das eigentlich was mit Bannen zu tun oder ist die Bannfähigkeit was anderes? Wo wollte ich hin? Ich wollte in jene Richtung. Dort, wo das Symbol angezeigt ist. Der kleine Kreis. Halt, nee, da geht's ja wieder raus. Das bedeutet einfach nur, da gibt's eine andere Quest, die ich verfolge. Honey ist verwirrt, Honey ist verwirrt. Honey hat sich vor Verwirrung selber verletzt. Das war nicht effektiv. Mann, wie schön hier immer alles glitzert. Hallo, ihr kleinen Wichte. Ich habe euch zwar noch nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid da. Ich kenne doch eure komischen grunzenden Laute. Ach, dann gehen wir einfach hier lang. Da sind noch ein paar Wichte mehr. Ach ja, kleine süße Mini-Wichte. Mit einem Schlag ist er tot. Ja, ich weiß, jetzt habe ich die nicht erwischt. Und jetzt volle Kanüle. Die zwei kriege ich platt. Wow, wenn das nicht mein Gewitterangriff ist. Was hat der Wicht denn? Warum ist er auf dich getriggert? Nicht weglaufen. Ich erledige ihn schon. Okay, dann gibt es hier drüben ein bisschen Loot. Gemme der Protection. Schattenprismen des Todes. Geht es da irgendwo hin? Irgendwas Interessantes dort auf der anderen Seite? Ja, wieder etwas zum Entbannen. Sehr leicht. In Ordnung. Azurithelm? Nicht so wichtig. Toll, dafür habe ich mich jetzt über die Brücke bewegt. Bäh. Ich, die Heldin der Welt, habe einen Umweg beschritten. Welch Grauen. Hallo, ihr süßen kleinen Knuffikus. Ups. Schon ist er tot. Passiert manchmal. Da kann ich nicht durch. Dann muss ich hier unten lang. Was wartet denn da auf mich? Eine riesige Kreatur, der Grudog. Volle Kanne metzeln. Meine Lieblingsattacke. Meine Lieblingsattacke. Eisbombe, Vorsicht. Oh, das war's dann wohl. Es ist vollbracht. Der Krodok ist tot. Jetzt müssten die Wichte ihre Überfälle einstellen und der Weg nach die Türe ist wieder sicher. Danke für eure Hilfe. Ich hätte das Monster alleine nicht besiegen können. Wohl wahr. Lebt wohl. Gehabt euch wohl. Danke. Was gibt's denn hier? Ein Stab. Bitte, brauche ich nicht. Das ist alles Schrott. Gib mir doch mal was Gutes hier. Hier, da sind schöne Steine. Was gibt's denn hier? Scherben. Das gefällt mir. Und was gibt es hier? Sternendisteln. Du hast im Moment keine aktive Quest. Bla 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 bla. Dann verfolgen wir jetzt mal wieder Trifftempler Octarine. Da drüben gibt es noch 5 Minuten Terrine. Was? Ich wollte Wichtel töten. Sorgen wir dafür, dass es wirklich keinen Wichtel mehr gibt, der nerven wird. Aua. Lasst mich. Aua. Lasst mich doch mal meine Spezialattacke einsetzen. Die ist lustig, die kennt ihr noch nicht. Die ist echt schön, die ist richtig, richtig nett. Boah, wie die hier mal aggro gehen, die kleinen Mini-Wichtel. Schwer? Ach, schwer. Ich will aber keinen... Ich bin zu schlecht dafür, eine Seidenkutte. Hätte ich mir angucken können, ob die irgendwie nützlich ist? Nein. So. Und warten, jetzt gibt's Multi-Angriff. Ja, wenn ich was kann, dann ist es zuhauen im richtigen Moment. Und hier gibt's wieder Scherben für mich? Ja, wunderbar. Sind die diesen Dingern immer Scherben oder ist das ein Zufall? So, da geht's raus. Der Typ läuft auch da lang. Dann gehe ich ebenfalls diesen Weg zurück. Oder da oben lang. Ach, ich kann mich nicht entscheiden, kann auch oben rumgehen. Ich gehe oben rum. Brauche ich halt ein bisschen länger. Hier gibt es wenigstens noch Glitzer zum Sammeln. So lila hier alles. Ist echt hübsch. Geht's denn hier lang? Kann ich das öffnen? Anscheinend. Und was gibt's hier hinter? Eine mittelschwere Truhe. Aha. Da kann ich aber nicht rüber. Warum kann ich denn hier sowas öffnen? Das ist nur wegen dieser Bann? Okay. Nur zum Bann gedacht. Und da drüben gibt es dann wieder süße kleine Wichtel.
Ich habe irgendwie das Gefühl, die Reisenden sind noch nicht ganz sicher, wenn hier so viele von den Viechern auftauchen. Ach ja. Aber das ist nicht mein Problem. Aua, jetzt bin ich durch so eine Giftsuppe gelaufen. Jetzt bin ich auch verpestet. Unschönes Gefühl. Da sind noch Wichtel. Ich will aber da lang. Ach, jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Und ich habe immer noch dieses... durch die Schutzrune, die ich trage. Meine Elementresistenz. Das ist, glaube ich, das grüne Ding da, was da unten... rechts außen. Im Mittelfeld. Los, Stürmer. Nein. Zurück zu den Sieden. Mann, da kocht das Wasser fast über. Da muss jetzt in jene Richtung. Lass mich raten, Boggart und ein Borka. Hab ich den erwischt? Nein. Ach, ich hasse ihn. So Borka mit ihren nervigen Zurückschreckattacken. Jetzt ist er tot. Das hat er jetzt davon. Lehrlingsstiefel, nein. Roben der Entflammbarkeit, nein, danke. Gehe ich jetzt hier an der Seite entlang? Wo geht's denn da lang? Ich geh jetzt auch noch irgendwo hin. Hallo? Ein singendes, klingendes Steinchen. In einem verlassenen Hain. Das sieht merkwürdig aus. Der Architekt rüstete sich. Er nahm die Gaben der Erde und des Himmels als Werkzeuge. Er sonn Pläne der Herkunft, baute Planken für Holz und Stein. Er begann zu erschaffen. Wasser floss durch den Siede, Leben entsprang dem Boden. Der Wolf und seine Antilope, der Bär und sein Fisch, alles das Werk des Architekten. Der große Architekt, Gott, hat alles geschaffen. In Ordnung. Wenn das eure Version der Geschichte ist, muss ich das respektieren. Andere Religion, andere Sitten. Okay, dann verlassen wir jetzt Siede. Oh, das sieht nach Wüste aus. Wow. Okay, wow, dieses Spiel beeindruckt mich immer wieder. Jedes Mal, wenn ich denke, es kann mich nicht mehr überraschen, dann kommt ein neues Gebiet, das völlig anders aussieht und das ist echt wunderschön. Es ist wunderschön. Hier warten bestimmt auch neue Gegner auf mich und neue Möglichkeiten. Das ist ja der Hammer. Ich muss da hoch. Also muss ich da lang. Huch, wer wartet denn hier auf mich? Oh nein, 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 nein. Die Feier ist verzaubert. Kann ich sie irgendwie entbannen? Nein, kann ich nicht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann ich sie irgendwie entbannen? Wow, was war das denn für eine Attacke? Ey, das tut mir leid, aber ich hoffe, du gehst wieder in den Schicksalskreis ein. Oh, nein, 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 nein. Kann ich den nicht irgendwie diesen dämlichen Kristallzauber wieder entnehmen? Soll das heißen, hier warten Feinde auf mich, gegen die ich kämpfen muss? Ach, welch Glück, eine Elfe. Welch zärtliches, süßes, winziges Geschöpf. Und Multiphasenangriff. Ja, die sind ja schon wesentlich resistenter. Da vermisse ich doch ein bisschen meinen Jochen. Okay, die Elfe ist gleich Geschichte. Der hier auch. Ich mit meinem Stromangriffen habe ja nicht so viel Einfluss. Feuer. Und Eis. Er ist doch schon tot. Na gut. Okay, die Gegner werden hier auf jeden Fall wieder stärker. Ich muss in diese Richtung. Oh Gott, ist das ein weiter Weg. Irgendwie erwarte ich, dass jetzt so ein Präriehuhn vorbeikommt. Und irgendwo so ein Vogel, der so sagt... Ich bin ein kleines bisschen baff von dem Gebiet. Ja, hier war ich noch nicht. Es wird richtig blind jetzt. Da kenne ich weder Nebenquests noch sonst irgendetwas. Und was wartet hier auf mich? Boggart! Hey, auch hier gibt es Prärie-Boggarts! Oh, es sind australische Prärie-Boggarts! Und alle mit einem Schlag.
Ein paar hat es tatsächlich zerlegt. Ich sehe gar nicht ein, warum ich mich hinlegen sollte. Ich bin auch nicht müde. Guck mal, nice Klumpen. Alles Gute kommt von oben. Wups. Ja, nix mit Work. Verdammt, ich muss Feinde töten, die verzaubert worden sind. Dagegen muss ich doch was tun können. Da muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu entbannen.